Guten Tag, ich begrüße euch zu einem neuen AirTest. Ich sitze hier gerade im Auto auf einem Supermarktparkplatz. Es regnet und ja, was macht man da? Man vertreibt sich ein bisschen die Langeweile und isst vielleicht einen Schokoriegel. Und da gibt es was ganz Neues, nämlich den Knoppers Nussriegel. Ganz neu. Normalerweise kennt man ja Knoppers als das Frühstückchen, das man immer morgens um 9:30 in Deutschland verspeist. In diesem Fall haut es nicht so ganz hin. Es ist 7:30 abends, zumindest hier. Aber ich denke mal, bei einem Nussriegel muss man da nicht so genau sein. Der Knoppers Nussriegel mit knusprigen Waffeln und leckerer Milch. Natürlich leckerer Milch und Nougatcreme. Echt Knoppers eben, das steht da so wirklich, plus eine extra Portion knackige Haselnüsse in Karamell und eine Hülle aus Vollmilchschokolade. Tja, natürlich purer Zucker. Wenn man hier mal guckt, bei den Kohlenhydraten 52,3 Gramm auf 100 Gramm, also die Hälfte sind Kohlenhydrate und davon Zucker fast 40 Gramm. Ja, schauen wir mal, hergestellt von Stork in Berlin. Dann mache ich es mal auf. Es sind 5 Riegel drin. So sieht der einzelne Nussriegel aus. Dann mache ich ihn mal auf. Ja, sieht so ein bisschen wie eine Waffel aus. Waffelig, wie es jetzt immer so schön heißt. So. So sieht das aus. Ist es ja so, wenn man Knoppers kennt, da ist ja immer so ein bestimmter Geschmack mit Waffeln und dieser Milchgeschmack. Der ist hier natürlich auch. Aber da ja oben noch sehr viel mehr drin ist, da ist natürlich noch der Geschmack ein ganz anderer. Natürlich hier mit Nuss hier oben, mit Karamell. Und naja, im Großen und Ganzen nicht ganz so das, was man von Knoppers eigentlich kennt. Aber letztlich, ja, bin so ein bisschen unschlüssig, muss ich ehrlich sagen. Es ist tatsächlich so eine Mischung aus Knoppers und eben so einem Riegel, den man ja sonst immer kennt. So à la Snickers oder so. Hier natürlich nicht mit Erdnüssen, sondern mit Haselnüssen. Es verwässert so ein bisschen die Marke Knoppers. Aber man kann es durchaus mal kosten. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt ständig kaufen muss. Aber so fürs Zwischendurch mal ganz okay. Alles Gute vom Rewe-Parkplatz.